Gedankenkompass, der Podcast zur mentalen Intelligenz. Denn erkennen ist krasser als tun. Jo, einen wunderschönen guten Tag. Heute wieder von meinem Hügel, den ich gerade besteige. Und eben nicht die Hohensieburg, obwohl ich gleich sie im Blickfeld habe. Aber müsste ich 45 Minuten laufen, also vielleicht zweimal diesen Podcast einsprechen, dann wäre ich da. Könnte ich vielleicht auch mal überlegen, im Sommer mal so eine Strecke zu machen, wo ich mein Ziel im Sichtweise habe, aber ganz genau weiß, übrigens, ich kann es nicht direkt erreichen. Und das finde ich nämlich auch mal spannend, ne? Also das machen wir ja ganz häufig auch so im Business und in unserem Leben, dass wir uns so Ziele setzen sollen, die wir dann auch vielleicht sehen können und mit so Zwischensteps und irgendwelchen Points und ach Gott, du weißt, was ich meine. Und dann kommt das Leben. Und dann hat es irgendwie mitten auf deinem Weg eine Autobahn gebaut. Ja, da musst du dann halt drunter her oder drüber her. Und die hast du vorher halt nicht gesehen. Und jetzt geht es halt darum, wie flexibel bist du in deinem Denken? Wie flexibel bist du in deinem Handeln? Wie reflektiert und intelligent bist du, dein Ziel dann trotzdem zu erreichen? Und kannst du auch Pausen machen? Auch das ist ja mal so eine Sache. Ne? Kannst du Pausen machen? Kannst du mal aufhören, einfach Dinge zu tun? Auch mal vielleicht spannend für dich, mal rauszufinden, wie könnte denn so eine Pause aussehen? Kannst du überhaupt Pausen machen? Und wenn nicht, bist du diesem Optimierungs- und Erfolgswahn in dieser Gesellschaft erlegen? Denn wenn das so ist, dann ist das Ziel, das du gerade versuchst zu erreichen, nur eins von so vielen Zielen, und die du erreichen möchtest. Und manchmal ja, erschlägt so eine Masse an Zielen einen Menschen auch irgendwann mal unbewusst. Bewusst sieht das ja immer ganz toll aus, denn bewusst ist ja alles immer so logisch und immer alles so toll, wenn wir uns ja mit vielen Dingen in unserem Leben beschäftigen. Aber unbewusst sind wir halt intelligenter als bewusst. Und da passieren schon komische Dinge mit uns, wenn wir uns auch mal überfrachten. Und genau darum geht es heute auch. Dieses Überfrachten beziehungsweise das, was da so ein bisschen manchmal dahinter steckt. Ne? Dieses Wollen. Und zwar in der Form mit, was willst du hören? Also, wenn Menschen über dich reden, was willst du hören? Wenn Menschen mit dir reden, was willst du hören? Und was willst du nicht hören? Und was kannst du hören und was kannst du nicht hören? Zum Beispiel ein Lob. Du bist wunderschön, du bist toll. Du hast deinen Weg bisher großartig gemeistert. Was macht das mit dir? Kannst du das annehmen? Auch von mir? Oder kommt da so Gedanken, ey, du kennst mich gar nicht. Du weißt gar nicht, wie mein Leben aussieht. Ja? Also kannst du ein Lob annehmen? Kannst du auch ein spontanes Lob annehmen? Kannst du annehmen, dass jemand zu dir sagt, du bist schön. Du bist gut. Oder kommt dann, du kennst mich nicht. Und kommt sofort der Fokus auf Mangel, kommt der Fokus darauf hin, was du alles nicht kannst, was du alles nicht bist und was du alles nicht geschafft hast und wo du doofe Entscheidungen getroffen hast in deinem Leben. Es ist wichtig zu wissen, denn dann, wenn du Ziele erreichen willst und wenn du ein Ziel erreicht hast, dann ist es auch mal Zeit zu feiern. Dann ist es auch mal Zeit, fröhlich zu sein und Fass aufzumachen und ja, den lieben Gott einen guten Mann sein zu lassen. Das ist dann auch mal Zeit. Und das ist das große Problem. Das machen die meisten ja gar nicht. Wenn ich mir vorstelle, wie viele Unternehmen gibt es und du hast einen Kundenauftrag und du machst diesen Kundenauftrag, wird das in deinem Unternehmen
wenn das positiv zum Abschluss gekommen ist, wird das gefeiert. Oder wartet schon das nächste Projekt auf dich. Und du musst sofort ins nächste. Ist mal so eine Frage, ne? Habt ihr eine Feierkultur? Habt ihr eine Lobkultur? Und das Gleiche geht ja natürlich auch mit dir. Denn, hey, seien wir doch mal ehrlich, so eine Firma besteht aus Menschen und alles Kulturgut, alle Gewohnheiten, alles, was in dieser Firma passiert, ist immer nur ein Spiegel der Menschen, die dort zusammen sind. So, und dann kann man auch mal sagen, okay, kann ich mich für meine Leistungen feiern? Kann ich denn mich loben? Oder was will ich hören? Will ich hören, nicht geschimpft ist Lob genug? Ja, gibt ja so Menschen, die sagen, oh, nö, also ne, wenn man nichts Negatives, das ist ja nicht schlecht. Wie häufig sagst du das? Wie häufig sagst du zu Dingen, die da so in deinem Leben passieren, das ist ja nicht schlecht. Und wann sagst du, das ist gut, das ist prima, das ist wunderschön? Ist dir erstmal aufgefallen, wie du redest? Ist dir mal aufgefallen, was du so von dir gibst? Denn das ist immer ein deutliches Zeichen auch von dem, was du hören möchtest. Möchtest du von jemandem hören, das hast du gut gemacht? Oder möchtest du von jemandem hören und sagen, ja, du warst schon mal schlechter? Ja, was macht das mit dir? Was sind das so für Ansprüche, die du an dich selbst und an dein Leben stellst? Sagst du von dir aus, ja, ich brauche nicht viel? Da habe ich ja ganz häufig schon mal drüber geredet, über Menschen, die sagen, ich brauche nicht viel. Brauchst du auch nicht viel Lob? Brauchst du auch nicht viel Liebe? Brauchst du auch nicht viel Freude, viel Lachen? Reicht das so mal am Wochenende? So? Oder, ne? Ich weiß nicht. Ja, ich meine, womit gibst du dich zufrieden? Das ist ja wichtig zu wissen. Womit gebe ich mich zufrieden? Denn wenn ich Ziele erreichen will in meinem Leben, mentale Ziele, Persönlichkeitsentwicklungsziele, aber auch Businessziele, womit gebe ich mich zufrieden? Beziehungsweise, womit gebe ich mich mittlerweile zufrieden? Denn, sagen wir mal ehrlich, es kann gut sein, dass wir in der Vergangenheit uns größere Ziele gesteckt haben. Und dann kam das Leben mehrfach dazwischen. Und dann haben wir gesagt, okay, dann bin ich halt, ich brauche dann jetzt nicht mehr, komm ich mal, so eine Villa, eine Außenalster. Ja, oder irgendwo, wenn ich in Hamburg auf die Elbe gucke oder in irgendeinem Villenviertel, sondern so ein Tiny House. Das ist, ja, das gefällt mir gerade eben gut. Und dann können wir uns hinstellen und sagen, ja, ich bin ja auch älter geworden, bin erwachsener geworden, ja. Ich kann die Realität besser einschätzen. Ja, welche Realität? Also die Realität, die du dir selber machst? Ich habe gestern zum Kollegen gesagt, weißt du, so ein Tiny House wird mir reichen mittlerweile. Ich brauche diesen ganzen Firlefanz nicht mehr, den ich mir vielleicht früher überlegt habe. Und dann, seitdem denke ich drüber nach, brauche ich den wirklich nicht. Also möchte ich tatsächlich sagen, so ein maßgeschneiderter Anzug, nö, weiß nicht, brauche ich den? Ja, will ich das wirklich sagen? Will ich das sagen? Oder sage ich das, weil ja gerade eben meine Realität halt eher nach Anzug von der Stange aussieht? Und möchte ich das sagen? Möchte ich sagen, ach, ich trage ja eigentlich keinen Anzug mehr. Ja? Also hier auf dem Dorf, ne, sagen wir ehrlich, Hoodie, ne? Jeans, alles gut. Oder ist das so das, wo ich sage, ja, da soll mein Leben enden? Oder wo soll mein Leben enden? Wie soll mein Leben enden? Soll mein Leben enden, dass ich Angst habe, dass irgendwas kaputt geht, an meinem Häuschen zum Beispiel, und ich kann das nicht mehr bezahlen? Oder möchte ich gerne Reserven haben, dass ich sage, ja, kein Thema, ja, und wird es halt neu gemacht. Und auch das hat was damit zu tun. Falsche Bescheidenheit ist nämlich an sich der Tod des Lebens. Denn falsche Bescheidenheit bedeutet auch, ich kann kein Lob annehmen. Das heißt, ich kann mich gar nicht
gutheißen lassen oder auch selber gutheißen, weil ich immer was Negatives sehe. Und dann bin ich im Optimierungswahn übrigens. Ne? Dann bist du voll in dieser Optimierungswelle drin mit, das muss ich noch verbessern und hier muss ich was an mir tun und da bin ich nicht gut genug. Ne? Dann bist du komplett auf Fokus, nicht gut genug. Und dann sagst du natürlich auch so Sachen wie nicht schlecht. Der Urlaub war nicht schlecht. Ernsthaft? Jetzt überleg mal, du hast Sonne erlebt oder du hast Dinge erlebt, die du sonst im Alltag nicht erlebt hast. So kleine Wunder, war spazieren, die Sonne war auf deiner Haut und du hast echt gespürt, so ein anderes, so ein Urlaubsfeeling. Ja? Du kennst die Dinge ja. So, wenn du dann sagst, hey, wie geil ist das denn? Und dann sagst du, das war nicht schlecht. Was ist denn dann gut in deinem Leben? Was ist denn dann gut? Und das solltest du wissen. Du solltest wissen, was in deinem Leben gut ist. Und du solltest auch wissen, was und wie du dich fühlen willst. Nicht was du, was du fühlen willst, jetzt habe ich es, ne? So, was du fühlen willst und wie du dich fühlen willst. Das solltest du wissen, denn das kannst du lenken. Das macht nicht irgendein Gott oder das Schicksal oder die Mücke, die dich sticht oder was auch immer. Du entscheidest, wie du dich fühlst. Und ja, das klingt ziemlich krass, gerade von mir. Ja, ich weiß. Aber gerade durch meine Erfahrung weiß ich sogar noch besser als die Leute, die das sonst immer behaupten, ne? Was es bedeutet, sehr bewusst sich gute Gefühle zu machen und das auch zu können. Und auf, das ist eine Ressource. Ja, das ist eine Ressource, die hilft dir bei Ängsten, die hilft dir bei Vorstellungsgesprächen oder Dingen, die du noch nie getan hast. Immer dann, wenn du so ein bisschen Schiss hast und sowas alles, wenn du fähig bist, deine Gefühle selber zu erzeugen, alter Schwede, was soll dich denn dann noch aufhalten in deinem Leben? Ja, es ist eine rhetorische Frage, das weiß ich. Und genau das, was jetzt in deinem Kopf passiert ist, mit den Gedanken, ja, Spinner, dieses, ja, oder das geht nicht, ich kann das nicht, wie soll das denn gehen und so weiter, ist ein deutliches Zeichen dafür, für meine Frage am Anfang, was willst du hören? Was willst du hören? Willst du hören, dass du in deinem Leben nichts mehr schaffst? Dass du nicht gut genug bist? Dass das, was du gerade machst, das höchste aller Gefühle ist? Dass du aufgeben sollst, dass du dich mit dem bisschen zufrieden geben sollst, willst du das hören? Dann ist es in Ordnung. Ja, das ist in Ordnung. Dann darfst du das auch kommunizieren und sagen, hey, ja, nee, so große Ziele und so, nee, so wie es jetzt ist, ist gut. Ja, das ist völlig in Ordnung. Ja, das macht dich nicht zu einem schlechten Menschen. Nur, du solltest dir klar sein, weil das ist das Unterbewusstsein ganz häufig, was dich lenkt und auch deine Taten lenkt. Ja, deine Entscheidung lenkt, dass du doofe Entscheidungen triffst, in Momenten, wo es dir eigentlich gut gehen sollte, liegt daran, dass du dieses gut gehen sollst, nicht aushältst, nicht erträgst, weil das nicht in deinem Fokus ist. Und dann kommen auch so Glaubenssätze hoch, ne? Immer wenn mir was Gutes passiert, passiert danach was Schlimmes für mich und so weiter. Ja, logisch, natürlich. Natürlich passiert dann was Schlimmes, weil du es nicht gewohnt bist. Es gab mal, ich habe mal so ein Finanzbuch gelesen, da hat jemand was von so einem Finanzthermostat gesagt und hat das erklärt anhand von Lottogewinnern. Ja? Jeder von uns hat so einen gewissen Finanzthermostat. Der ist auf 1, 2, 3, 4, 5. 5 ist so, ne, Hochmillionär, Milliardär oder was auch immer. Und wenn dein Finanzthermostat auf 2 ist und du gewinnst jetzt im Lotto und bist auf einmal ja so Level 4 des Thermostates, kommt dein gesamtes System mit dem Glück und mit dem, was einhergeht mit dem Lottogewinn, nicht klar. Das wiederum bedeutet, du wirst Dinge tun und Entscheidungen treffen, die dich wieder zurück auf dein Level bringen. Oder auch noch schlechter stellen. Und es gibt Untersuchungen darüber von Lottogewinnern. Es gibt Untersuchungen darüber, wie viele Lottogewinner ihr Luxus, beziehungsweise nicht Luxus, ihr Vermögen weiter aufbauen oder halten und wie viel das verlieren. Und die meisten verlieren. Und das Gleiche ist auch mit Glück. Das Gleiche geht auch mit Persönlichkeitsentwicklung. Ich kenne so viele Leute, die haben hart daran gearbeitet, sind hinterher in ein Loch gefallen und haben sich dann nicht mehr daran erinnert, wie sie da wieder rauskommen. Und
Darum geht es nämlich. Deswegen solltest du immer klar sein, was will ich in diesem Moment hören über mich? Kann ich ein Lob annehmen? Kann ich den Level halten? Kann ich sagen, ich bin gut? Kannst du jetzt dich vor den Spiegel stellen, dir in die Augen schauen und sagen, ich bin wundervoll? Ich bin gut? Ich bin erfolgreich? Probier es mal. Ja, kannst du das? Und wenn nicht, wieso nicht? Stell dir doch mal die Frage. Stell deinem Unterbewusstsein doch mal die Frage, wieso kann ich das nicht? Und am besten heute Abend, bevor du schlafen gehst. Und dann guck mal, was so in den nächsten Tagen passiert. Es passiert nicht immer sofort was in der ersten Nacht. Es kann auch sein, dass es eine Woche braucht. Aber du wirst eine Antwort bekommen. Mach das mal. Und dann schreib dir die auf und denk mal drüber nach. Und wenn du mit mir darüber reden willst, kannst dich bei mir melden. Dann können wir nämlich über genau dieses Ergebnis mal sprechen. So, für heute sage ich, ja, ich wünsche dir viel Klarheit. Ich wünsche dir, dass du ja, deine Antworten für dich findest und sage, bis dann, der Jan.